Kommen wir zur besten Story. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend. Also, Ja. es geht hier tatsächlich rein um die Geschichte des Spiels. Es muss kein gutes Gameplay haben. Es muss nicht das hübscheste Spiel sein. Aber es muss eine Story haben, die einen vielleicht mitreißt, die etwas Besonderes für einen ist. Und Ja. das ist in diesem Ah, Fall bei dir. gut. Soma. Is this place? How did I get here? Ja, ein Horror-Game der Klasse Fictional Games, whatever, auf jeden Fall die gleiche Entwickler Schnuckis, die da eben noch Amnesia gemacht haben. Wie soll ich sagen? Die Story in diesem Spiel ist, man könnte sagen, recht modern und recht philosophisch in gewisser Hinsicht. Man ist Simon, also ein normaler Typi, der wahrscheinlich nicht den besten Alltag hat, aber ja, der hat sich bei so einer Kampagne angemeldet, wo sein Bewusstsein kopiert wird und für die Nachwelt aufbewahrt wird und so weiter. Und da geht er dann eines Tages hin, lässt sich quasi ein Foto bzw. ein Abbild seines Bewusstseins auf eine Maschine dahingehend abbilden und wacht dann urplötzlich in einer postapokalyptischen Unterwasserwelt wieder auf. What the fuck ist da eigentlich passiert? Und nach also geht man auf den Grund dieser Tatsache, was eigentlich hier abgeht, und man stellt fest, das Ende der Menschheit ist kommen. Es gibt keine Menschen mehr, beziehungsweise man weiß nicht genau. Und dementsprechend ist es Simons Mission, zusammen mit dem auf einem, man könnte sogar sagen, eine Art, wie nennt man, ich weiß nicht, wie man es nennt, ein Gerät, nennen wir es der Gerät, auf ein der Gerät gespeicherten Persönlichkeit und Bewusstsein namens Catherine. Und mit ihr geht er durch die verschiedenen Abteile der Unterwasserstation Tau, Theta, wie auch immer. Auf jeden Fall, alle haben irgendwie so unterschiedliche griechische Buchstaben als Namen. Und man geht immer weiter und weiter und hat das Ziel vor Augen. Ja, man möchte als Menschheit etwas zurücklassen. Und das ist dahingehend die Arche. Und das ist sehr witzig, weil wenn man in Philosophie etwas versiert ist, vor allem in antike griechische Philosophie, dann weiß man, dass Archä Urgrund heißt. Also Urgrund des Seins überhaupt, der Dinge, was überhaupt besteht. Das ist die allererste Frage der westlichen Philosophie in gewisser Hinsicht gewesen, welche mit den Vorsokratikern überhaupt aufkam. Und ja, diese Archä gilt es ins All zu schießen, um quasi das letzte Stückchen Menschheit irgendwie, ja, ersichtlich zu machen. Und zwar insofern, dass sie ihre beiden Bewusstseine irgendwie auf diese Archä lädt und quasi dann zurückbleibt und so. Und im Verlaufe dieses Spiels wird Simon sich existenziellen Fragen stellen, auch vor allem Fragen der Philosophie des Geistes, wie zum Beispiel, ist das Bewusstsein überhaupt eine eigene Entität? Ist sie eine geistige Substanz neben dem Körper oder stammt sie vom Körper selbst? Und ja, es geht auch in Richtung, soll eine Menschheit überhaupt sein, in gewisser Weise. Wobei eher der Fokus mehr auf Bewusstseinsforschung, Kognitionswissenschaft und so weiter liegt. Aber dennoch, für sophisticated people, sag ich mal, ein sehr, sehr interessantes Spiel, auch sehr, sehr gut umgesetzt und auch aufgrund der Horrorlastigkeit sehr hübsche Atmosphäre. Also ein gruseliges, atmosphärisches, philosophisches Werk allererster Klasse. Klingt wirklich sehr, sehr cool. Also gerade wenn Spiele nicht nur eine emotionale Story haben, sondern eben auch noch auf so einer Ebene, beziehungsweise
ja, so eine, ja, sowas wie Existenzfragen oder so, wie du schon sagst, so philosophische Fragen ankratzen, das finde ich echt cool. Ja, aber auch ethische Fragen tatsächlich. Aber dazu werde ich nicht viel sagen, ohne irgendwie spoilern zu müssen. Mhm. Also, ja, deswegen, also im Verlauf des Spiels hast du selbst die Entscheidung, was du tun möchtest. Aber du musst dich quasi auf dieses Spiel einlassen und der Story in gewisser Hinsicht folgen, um überhaupt über die Entscheidung, die du tätigst, überhaupt bewusst zu sein. Weil ich habe schon Streamer gesehen, die an gewissen Stellen einfach durchgerusht sind. Wo ich mir dachte, was soll das denn? ja, also vielleicht nicht ein Spiel für jeden, aber vor allem ein Spiel für diejenigen, die sich mit solchen Fragen liebend gern beschäftigen wollen und auch ein Faible für Horror haben. Also ja. Okay. Gut, bei mir ist der Pick für Best Story etwas, was mir... Also ich muss sagen, mir ist aufgefallen, ich spiele, glaube ich, gar nicht so viele Spiele aufgrund ihrer Story. Zumindest konnte ich mich wirklich nicht an viele Spiele erinnern, die mich storytechnisch auf irgendeine Art und Weise berührt haben. Und dann ist mir wieder eins eingefallen, mit dem wir sogar eine Gemeinsamkeit haben, weil wir es gemeinsam durchgespielt haben. Und es geht um Undertale. This summer, PlayStation owners will finally feel the rush. A burning in hell. Yeah, it's Undertale. Ach, Undertale. Ja. Wir beide haben davon damals gemeinsam ein Let's Play gemacht, was leider nie erschienen ist. Ja, es ist leider nie erschienen, weil meine Festplatte da den Geist aufgegeben hat. Es wollte nicht mehr booten und ich musste den PC neu aufsetzen. Und das war das Ende dieses Let's Plays leider. Und wir haben mir so viel Mühe gegeben mit den Thumbnails. Oh Gott. Ja, und das Let's Play war auch wirklich toll. Ich habe es zumindest toll in Erinnerung. Auf jeden Fall haben wir das Spiel auf jede erdenkliche Art und Weise durchgespielt. Und das ist das Schöne an Undertale. Es hat mehrere Enden, mehrere Handlungsstränge in dem Sinn, die man durch sein Gameplay, das ist auch wieder so eine coole Komponente, du beeinflusst quasi die Story durch dein Gameplay. Und das ist auch cool, das macht auch eine gute Story aus, dass eine Story auch wandelbar sein kann und nicht immer vielleicht gleich ist, sondern auch auf viele verschiedene Arten und Weisen sich ändern kann oder enden kann generell. Ja. Und wir haben es wirklich auf jeder dieser Arten und Weisen durchgespielt. Und die Story ist einfach schön. Sie ist nicht nur schön in dem Sinne, sie ist natürlich auch teils beängstigend auf eine gewisse Art und Weise. In gewisser Hinsicht, also es gibt viele Theorien zu Undertale. Das Fandom war dahingegen richtig groß. Das ist heute ein bisschen untergegangen. Und man muss sagen, die Charaktere erstmal sind alle, also die Charaktere sind das Herzstück von Undertale, könnte man sagen. Ja. Die Story überhaupt aufleben lassen. Also, ja, ich weiß nicht, ob du erzählen willst, worum es geht. Ich glaube, niemand weiß nicht, was Undertale ist, aber es könnte immer sein. Also. Naja, also bezüglich Wissen zum Spiel hast du, glaube ich, noch mal mehr Ahnung als ich. Das ja, okay, dann werde ich ein bisschen was sagen. Ja. Man ist ein kleiner, beziehungsweise ein kleiner Mensch. man hat kein wirkliches Geschlecht, man heißt Frisk und ist in eine Monsterwelt gefallen und man möchte halt wieder nach Hause. Und dabei trifft man auf viele verschiedene Monster, wie Sans, das Skelett, Toriel, die komische Ziegenmama. Papyrus, den anderen Knochenmann. Der beste Mann. Und der beste Mann. Und ja, genau. Und man geht so durch die Monsterwelt. Man hat die Entscheidung, töte ich die Gegner, die mir auf dem Weg begegnen, oder verhandle ich mit ihnen oder freunde ich mich mit ihnen an und so weiter. Also es ist quasi eine Art RPG, welches aber kein RPG sein muss.
Also welches ja. Die nicht aufzwingt, Gegner zu töten oder sonst irgendwas. Sondern einfach das allein völlig für dich frei zu entscheiden. Und je nachdem, für was du dich entscheidest, ändert das natürlich auch den Ablauf der Story. Yep. So kannst du ein extremer Pazifist werden oder ein Hitler. Von daher. Und dein Game ist die Story sehr, sehr, sehr wandelbar. Also definitiv sein Hype absolut wert gewesen. Definitiv. Vor allem, was den Soundtrack angeht, richtig, richtig gut. Und man muss bedenken, es wurde nur von einem Menschen erstellt, von Toby Fox. Ein einziger Mensch hat dieses Spiel erstellt. Ja, und man muss sagen, dass es vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass 2D-Spiele nicht mehr von 3D-Spielen so, überschattet werden. Ja, genau. Ja. Also ja. Kann man schon sagen. Ja, also wie gesagt, auch also die Story an sich ist halt, mal abgesehen davon, dass es mehrere Enden gibt etc., ist die Story an sich auch echt schön. Es gibt immer wieder tolle Momente, auch teilweise Momente, die man aber nicht kommen sieht, weil dieses Spiel halt in der Art, wie es sich präsentiert, doch relativ kreativ ist. Und was mir auch gerade nochmal aufgefallen ist, es gibt gar keine Kategorie bester Soundtracks, auch ein bisschen schade. Da wäre, wie schon erwähnt, Undertale wäre bei mir da, glaube ich, relativ weit oben. Ich müsste noch überlegen, aber also ich mochte den oder mag den Undertale-Soundtrack wirklich sehr. Megalovania kennt fast jeder, ne? Die Bosskampfmusik von Sans und die Kampfmusik von Papyrus auch sehr, sehr schön. Also wirklich guter Soundtrack. Ja. Ich glaube auch einer der wenigen Spiele-Soundtracks, die ich mir wirklich gekauft habe. Also ich habe mir damals auf Bandcamp bei Toby Fox diesen Soundtrack gekauft, weil ich den einfach so gut fand. Okay. Und aber wie gesagt, auch eine sehr, sehr schöne Story und meiner Meinung nach eine der besten Stories, die ich bisher so erlebt habe. Ja, letzte Kategorie. Wir sind beim großen Finale. Das Favorite Game of All Time. Das ist natürlich immer schwer, das jetzt einzugrenzen. Wieso, warum? Ich meine, man hatte vorher schon andere Kategorien. Es ist mir auch tatsächlich relativ schwer gefallen, hier in dem Sinne eine Entscheidung zu treffen. Ja, achso, ich hatte übrigens noch, das sehe ich jetzt gerade, ich habe noch eine Honorable Mention gehabt bei bester Story. Tales from Borderlands. Alright, kiddos, I know you're all excited to watch a new trailer and whatnot, but there's a lot of unanswered questions about the chronological blah 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 about this game, so let's just get to it. The story goes something like this. Borderlands, which I wasn't in, Borderlands the pre-sequel, which is where my story starts and is currently available for purchase, followed by Borderlands 2, and now, Tales from the Borderlands. Have we got it? Everyone good? Can we start the freaking trailer already? Aber, das ist an sich ist ein Telltale Adventure. Hat eine sehr schöne Geschichte, aber bei weitem nicht so wandelbar oder so besonders wie die von Undertale. Aber für mich als Borderlands-Fan auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte, die auch berührend ist und toll. Und ich hätte nie gedacht, dass Borderlands so gute Geschichten erzählen kann. Deswegen hat mich das damals sehr, sehr geflasht. Ja. Naja, kennt man ja von Telltale. Ja. Gibt es die eigentlich noch? Die hatten doch irgendwie so ein... Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Genau. Deswegen wird wahrscheinlich auch nie ein zweiter Teil von Tales from Borderlands rauskommen. Aber es hat Charaktere integriert in die Spielwelt, die dann teilweise zum Beispiel auch in Teil 3 wieder vorkamen. Und das ist wunderschön, weil da echt tolle Charaktere... Ah, Gaido. Den leider nicht. Aber aber einige, die dann tatsächlich, wie hier der Reese, der kommt zum Beispiel in Teil 3 dann auch wieder vor. You lost the money in a neighborhood of Fat Planet Nutjobs. Once we found it, we can talk about who gets what and how much. We're not vault hunters. Really? Did you think you could follow my footsteps?